Jetzt latschen wir mal hier runter. Und mal schauen, was jetzt hier weiter auf uns wartet. Wahrscheinlich nicht viel, würde ich mal sagen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Außer vielleicht gleich noch zwei Gegner nach der Karte zu urteilen. Achso. Na komm schon, nimm deine kleinen Dolche von mir weg. Du komm mal her zu Papa. So. Oh, da flogen gerade noch die Dolche durch die Gegend. Aber sonst haben die jetzt hier nichts dabei. Oh, guck mal, ein Bild. Kann man leider nicht mitnehmen und verscherbeln. Das geht leider nicht. Passt nicht in die Hosentasche. So, was haben wir hier Schönes noch? Ich hoffe mal, ich auf dem Rückweg kann ich das Schnellreisesystem nutzen, damit ich nicht die ganze Zeit wieder zurückklatschen muss. Ah, gibt doch nichts Schlimmeres, als hier den ganzen Weg wieder zurückzulatschen. Ups, falsche Taste. So. Dumm, di dumm, di dumm. Ja, eine Kiste. Bams. Ein Tisch. Was auch immer der da macht. Warum liegen hier so viele Sachen eigentlich rum? Sind hier spontan welche umgezogen oder was? Haben ihre Häuserchen verlassen, weil hier das Böse lauert? Komm her. Uts. Haben wir das Vieh auch an Stahlkürers gefunden? Oder hat sie dabei gehabt? Wer weiß, wo sie das her hatte. Guck mal hier, wieder ein Tisch und Stuhl. Sind wir jetzt hier bei Ikea oder was? Ist das ein Ikea-Lager, wo wir sich hier verlaufen haben? Willkommen zu Ikea. So, hier kann ich runterjumpen. Ja, Geronimo. Ups. Und wir laufen mal weiter in diese Richtung. Na, nicht so die Grasansicht, bitte. Ich hätte gerne so normale Sicht von schräg oben. Okay, wir müssen uns hier wieder durchkämpfen wohl. Oh, haben wir mal ein paar Viechers hier kaputt. Ah oh, ja, ja, oh, ja. Was für einer. Komm her, du Borker. Na, Strom magst du nicht, was? So. Und. Natürlich nichts dabei. Außer Knete. Knete. Also Geld findet man hier sehr viel. Nur richtig nützliche Sachen sehr, sehr selten. Also die Droprate ist sehr, sehr niedrig bei Waffen oder so. Die man gebrauchen kann vor allen Dingen. Finde ich ein bisschen schade. Bin ich auch noch richtig? Ach, da ist auch noch was. Oh, was ist hier? Danach da. Dann nach oben durch. Dann da. Dann wieder zurück. Perfekt. Also in dieser Aufnahmesession lernen wir ein bisschen von der Welt kennen. Machen wir eine kleine Rundreise. Also hier haben wir schon mal irgendeine Burg, die aber nicht viel zu sagen hat. Wir fahren gleich weiter. Denn unser... Obwohl, ich könnte mal hier was verkaufen. Ja, wir machen jetzt kurz mal einen kleinen Halt zum Shoppen. Und da können sie auch gleich aussteigen und ein paar Fotos schießen. Dum-dum-dum. So. Ja, wenn ich ein Verbrechen begehe, bin ich eine Wache nicht mehr willkommen. Das ist schon klar. Die sieht aber ziemlich nice aus. Ich euch auch. Danke, danke. Da kann ich Sachen reparieren erstmal. Beim Smeed.
Wo ist denn der Smied? Da ist der Schmied. Guten Tag. Nee, ich möchte nicht gerne selber. Na. Nein. Na. Lasst mich raten. Ihr habt ein gebrochenes Heft, eine gerissene Schnalle an euren Beinschienen und ein Kratzer an eurem glänzenden neuen Schild. Also ein ganz normaler Tag im Leben des hübschesten Schmiedes von Helmgard. Bist du schwul? Nee, ich möchte gerne einfach nur alles repariert haben. Alles bitte. Sämtliche Gegenstände repariert. Ja. Ja. Ein sehr unbeholfener Typ. Na du? Hallo. Ja. Brian hat mir versprochen, ich hätte bis Ende des Monats Teer, Leinen und Wetzsteine. Aber bitte entschuldigt. Ihr seid nicht hier, um der Quartiermeisterin dabei zuzuhören, wie sie sich über ihr schweres Los beklagt. Nee, ich möchte gerne shoppen. Danke. Erstmal hier verkaufen. Sämtlichen Plunder hätte ich ganz gerne verkauft. Danke. Ja, der ist auch schlechter. Zurück, danke. Und weg damit. Genau. Das ist eh nichts wert. Also von der kann ich auch behalten. Weil kriege ich eh nichts. Essenz des Schicksals. Nö. Großer Halter, glaube ich. Ein Stahlform. Komm. Blutresistenz weg. Einfach längs. Ja, Edelweißer, das weg. Ja, komm. Napol, Seelachse. Alles weg hier mit dem Rotz. Oh, ich habe noch vergessen, ich habe da noch was vergessen, was anzulegen, fällt mir gerade auf. Kriegsgeweihter. Ich hätte gerne Inventar. Gegenstände. Nein, Accessoires. Achso, die anderen Sachen kann ich mir nicht leisten. Genau, die konnte ich mir gerade nicht leisten. Einen anderen Ring. Ich euch auch und tschüss. Dumm-di-dumm-di-dumm. Jetzt gehen wir also fest wieder raus. Hier wollte ich noch ein bisschen... Willkommen. Ja, Heiltränke brauche ich jetzt mal nicht mehr kaufen, hoffe ich, denke ich. Na komm. Was soll's? Ein bisschen Risiko. Fisiko. So, wo wollten wir jetzt langlaufen? Ich wollte... ja? Moment. Nach unten muss ich laufen. Also wieder ab auf die Hauptstraße, dann bitte einmal links abbiegen und dann wieder rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel liegt links. So. Oh, kurz am Kopf gekratzt. Und weiter geht's. Weiter geht's. Was haben wir hier? Ja, komm. Naja, komm, wir haben den Blödsinn eingesammelt, den wir eh nicht gebrauchen können. Wie immer. So. Die Bums, die Bums. Und dann müssen wir ein Glöckchen läuten. Ding dong. Ding dong. Bei dem Stein dort hinten. Der mit Moos überwucherte dicke Stein. Aber vorher noch ein paar Leute platt machen. Tuata. Bums. Du, guck mal her mit deinem Spieß. Ach, hier ist ein Magier. Falsche Taste. Das war's. Okay. Komm her, Tuata. Ein Kobold. Komm her, du kleiner Kobold. Ich mach dich auch kaputti. Das war's schon. Also ich kämpfe echt gerne gegen menschliche Gegner. Große Präzision.
Große Abwehr. Ich hätte viel lieber deren Waffen gehabt. Ding dong. Wow, die laden sogar meine Schicksalsenergie auf. Ist ja cool. Das ist ja mal richtig nice. Dann kann ich die demnächst auch einsetzen. Toll. Hier kann ich mir nicht runter. Weiß nicht, er kann manchmal von gewissen Stellen so aus 10 Meter Höhe einfach so runterjumpen. Aber so 3 Meter, sind da? Nö. Ich habe Aua an der rechten Schulter. Das geht jetzt leider nicht. Das zieht jetzt immer so im Rücken. So, und da hinten haben wir ja ein paar andere Sachen noch. Ach, wir haben ein paar Tuatas, was? Nee, ein Kobolde. Ey. Warum drücke ich eigentlich mal auf den rechten Trigger? Die auf den linken zum Blocken. Das weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich, weil es nochmal so gewöhnt ist. Aber manchmal ist es meistens der rechte. So. Ob ich das mir dann umstellen würde, dann würde ich wieder auf den linken klicken, statt auf den rechten. Azurit, Hammer und Stulpen der Balsame. Plunderhaufen. Achso, die haben hier Wegelager. Die haben hier Leute überfallen. So wie das aussieht. Lass uns kurz ein bisschen segnen. Danke. Ithene Weisheit. Oder Essene. Also, wie auch immer. So, ich folge mal den Weg nach da. Oder gucken wir noch ein paar Wegelager am Weg, die man eben schnell. Oh, was sag ich weiter? Ah, wie ein blöder Wolf, ey. Mann. Echt dieser. Hat gerade die Animation verbuggt, oder was? Komm her, Bogenschütze. Weil im Nahkampf kannst du nämlich nichts. Der hat nur Geld dabei. Der Wolf wahrscheinlich wäre gar nichts. Ne? Ja, war ja auch klar. Okay, welches denn als nächstes? Ich bin jetzt hier. Sollte eigentlich ganz unten latschen. Also praktisch in diese Richtung. Oder? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Und dann von ganz unten nach ganz oben. Oder, Moment, welcher ist denn näher? Ist egal, schwer zu sagen, es ist beides eh nicht so nah beieinander. Also gehe ich so praktisch erstmal nach unten auf der Karte und dann wieder ganz nach oben. Sozusagen. Und dann komme ich natürlich nicht lang, dann muss ich wahrscheinlich wieder hier lang latschen. Und unterwegs was mitnehmen. Bis mein Inventar wieder voll ist. Und zwar hier müsste das sein, ja. Eine Weißflocke. Schneeweißchen und nee, Weißröckchen, Weißflöckchen oder so. Egal. Für Weihnachtslieder glaube ich etwas früh. Obwohl, wir haben ja schon fast Mitte November, ne? Mitte, Ende November. Zum Aufnahmezeitpunkt. So. Oh ne, wieder ein Wolf. So. So, der konnte das nicht so ganz verpacken mit der Elektrizität, die ich mir da gerade gebastelt habe. Aber ist auch gut so. Ach so, Schallatschen. So, wieder ein Gedicht. Aus dem Dunkel des Nordens er kam, sein Schwert voll frostigem Blut. Zu schneiden ein Reich aus dem Land, aus Steinen und Flut.
Ein wahrer Held, dessen Lied aus jeder Kehle ertönt. Von den jubelnden Massen zum König gekrönt. Da ging es also um eine Krönung, das Gedicht oder die Geschichte. Ja, und vielleicht werden wir ja noch gekrönt am Ende zum König des Reiches oder so. Mal gucken. Ich glaube, Erbiam, glaube ich, kein gutes Ende. Ich glaube. Und wieder Glöckchen läuten. Ding Dong. Oh oh, und gestorben. Okay, letzten Spielstand laden. Ja, so, sind wir erstmal mal wieder gestorben. Aber zum Glück, Save Point gut gesetzt. Ja, ups. Glöckchen läuten, die zwei Viecher kommen. Und wir machen erstmal unseren Momentus-Modus an. Bams, bams. Deshalb brechen wir die Dinger ab und ramm in sein eigenes Teil mitten durch seine Fratze. Nimm das, du dämonisches Vieh. Ich möchte gerne wieder raus hier. Danke. Ja. So. Habe ich euch mal voll in den Hintern getreten. Ja, zwar nicht so ganz, aber ich habe sie besiegt. So. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir nach da oben latschen. Wegpunkt, danke. So, weiter geht's. Aber vielleicht soll ich da mal irgendwo ein paar Heiltränke wieder organisieren. So 10 Stück oder so. Den Stern haben wir uns schon angehört, der glänzt mich nicht mehr. Da soll ich ja ganz außen rumlatschen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal ganz außen rum. Oh, ich habe einen Stufenanstieg gar nicht mitgekriegt. Alchemie brauche ich nicht. Schlösser knacken oder Sinnesschärfe. Ich gehe mal auf Sinnesschärfe. Ja, erhöht, dass ich ein Gold finde. Macht 31. Was habe ich hier? Du beherrschst die Kunst stumpfer Verletzungen und verursachst höheren Schaden gegen betäubte Gegner. Okay. Der letzte Treffer deines Elmens. Auch nicht so interessant, Sachen. Aufwertung. Deine Konzentration bei aktiver Niveau ist derart hoch, dass sich deine Chance auf einen Volltreffer erhöht. Passiv. Ein robuster Treffer möchte es dir nahezu alles überleben, von Schwertwunden bis hin zum magischen Feuer. Das habe ich schon maximal. Adrenalinwurge, Machtschlag. Das habe ich auch schon alles fast fertig hier. Da möchte ich euch gerne hin. Erfolgt 35 Punkte. Toll. Okay. Rein muss man noch Körperschaden mit Hämmern. Schaden. Hämmern. Ja, gut, komm. Beben mache ich nochmal ein bisschen stärker. Mache ich jetzt meine Punkte rein, so. Ich bin jetzt Soldat, das kann ich sonst noch machen, bei Macht bin ich ja. Krieger brauche ich noch ein paar mehr Punkte für. Oh, Entschuldigung, habe ich gerade einen Fehler gemacht, falsche Tasten gedrückt. Ja, ich möchte Soldat bleiben und fertig. Und weiter geht's. So. Erstmal betäuben, Elektro und dann geht's weiter.
Das ist eine gute Kombo, wenn sie trifft. Finde ich. Also, ich habe am Mana nicht genug. Ja, für die Freien. Bams. Bams. So, kein Mana mehr. Ups. Gut, was haben die für mich hier gelassen? Gar nichts. War ja klar, dass sie nichts für mich da lassen. Die Freien Männer. Gab's auch bei Terry Pratchett die Freien Männer, nicht? Die Freien... Doch, waren auch die Freien Männer. Wenn ich mir recht entsinne. Und nichts. Nichts dabei, absolut gar nichts. Okay, mach mal, ups, die Straße unten lang. Und dann gleich das letzte Glöckchen läuten. Ach ne, nicht diese Ampel wieder. Ey. So. Den haben wir auch platt gemacht. Oder die haben wir platt gemacht. Vielmehr, weil ja mehrere. Und jetzt geht's wieder weiter Richtung letztes Glockenspiel. Eine Elfe. Und eine Sturm-Eulen-Champion. Eule, die wir gerade schon platt gemacht haben. Da haben wir voll einen von die Nase gehauen. Können wir mal Halttränke droppen? Das wäre jetzt auch mal ziemlich nice. Eine Feenklinge, eine reif überzogene Feenklinge. Leider habe ich da nicht so viel Skill drin. Eine Blutwurst, Blutwurz. Och nö. Komm, geh wandern. Ihr blöden Spinnchen. Gehe ich überhaupt richtig? Ich glaube, ich gehe richtig. Das gehen wir hier mal durch, ab in das nächste Gebiet und dann geht's weiter. So.